Tja. Also irgendwie habe ich an der Kiste irgendwas übersehen? Ach, guck mal an, was haben wir denn hier? Irgendetwas verhindert das. Ah, okay. Ja. Ach, dafür sind die Dinger gut. Ich verstehe. Okay, und auf einmal macht alles Sinn. Also muss ich wahrscheinlich dich noch so drehen und dich noch so drehen. Ha! Okay. Auf einmal macht alles Sinn. Verrückt. Sieht jetzt natürlich verdächtig danach aus. Willkommen zurück übrigens. Als hätte ich das gerade nachgeguckt. Aber in der Tat habe ich nur eine kurze Pinkelpause eingelegt. Dann direkt weitergemacht. Von daher so, Moment. Wenn wir... Das sollte eigentlich so funktionieren, richtig? Jawohl. Weil ich es kann. Und ein neues Gewicht. Das war irgendwie jetzt zu erwarten, dass hier sowas passiert, nachdem wir das Gewicht davor auch schon umwickeln konnten. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann haben wir nämlich das sternförmige Gewicht und das können wir hierhin tun. Und weiter geht die lustige Rätselreise. Hier noch irgendwas. So, jetzt können wir. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Das andere war auch nicht schwer, wenn ich nur vorher die Schublade gesehen hätte. Okay. Wie kriege ich ihn? Oh Gott. Funktioniert das so, was ich vorhabe? Ich glaube nicht, oder? Kann ich das da rausschieben? Ne, ist zu lang, ne? Ja, ungünstig. So, ich muss das ja quasi. Aber dadurch drehe ich es ja nicht, oder? Doch, dadurch drehe ich es. Ich muss nur. Gott, was für ein Umstand. Okay. Achso, so, das da. Macht das so Sinn? Ja, eigentlich ist es egal, worum ich es anfange. Ich muss es dann nur. Nee, doch. So funktioniert es. Okay. So und so und so. Was steht da drin? Nautical Measures. Falmouth. Irgendwas kann ich nie lesen. Mist, das wollte ich gar nicht. Irgendwie hatte ich da im Kopf, dass das. Na. Sind wir damit schon durch? Also nicht durchs Spiel, sondern ich meine, sind wir damit mit dem Gewicht schon. Ah, sieh mal einer an. Wir haben es zwei geteilt. Okay, hier ist nichts weiter passiert, wenn ich das richtig sehe, ne? Weil wir nämlich das noch dahin tun müssen. Eine metallene Uhrfeder. Ein kleiner Anker. Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, wie großartig ich diesen ganzen mechanischen Scheiß finde. Okay, an dem Ding waren wir auch noch nicht, ne? Waren wir noch gar nicht.
Aber wenn wir das fertig haben, rutscht garantiert das Ding auch noch daran. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal im Schiff weitermachen. Die Urfeder hilft mir herzlich wenig, aber der Anker muss garantiert hier ran. Ich sag's ja. Ah, okay. Ein Metallstern. Okay, damit kommen wir jetzt bestimmt an die andere Kiste. Die war da. Na, komm schon. Okay, hier muss garantiert noch die Urfeder rein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Na, wahrscheinlich nur nicht hier. Thomas Bradbury Limited. St. Albans, England. Number 1471. Marine Chronometer. Chronometer. Die Frage ist, auf was stellen wir das? Offenbar nicht auf 12. Sich hier auf dem Tisch noch irgendwas ergeben? Nicht wirklich. Waren wir an dem Ding schon dran? Also an der Kiste ja, aber waren wir an dem Ding hier an der Seite? Ja, waren wir, meine ich, ne? Aber warum kann ich dann da noch hin? Andererseits kann ich da im Moment nichts dran machen. Ja, und andererseits waren wir hier oben auch schon. Ich kann da trotzdem. Ah, wobei, hier sind ja noch diese beiden Aussparungen. Man weiß ja nie. Nichtsdestotrotz sollten wir, glaube ich, eher hier weiter gucken. Können wir. Entschuldigung, muss man ganz kurz das nachgucken. Okay, ich dachte, wenn da hinten so die Lampe am Fensterbrett steht und ein bisschen was illuminiert, könnten wir vielleicht da was machen. Ich gucke nochmal eben in die Briefe, ob da irgendwas mit einer Zeit drin. 18 Uhr. Sie lief um 18 Uhr auf einen Felsen. Aber dieser Felsen existierte nicht. Hallo? Können wir hier nochmal reingucken? Okay, da steht nichts weiter. Ja. Yeah. Hallo? Darf ich? Okay, das hilft mir alles herzlich wenig. Ah, okay. So funktioniert's. Ich habe mich schon gefragt, warum ich mit dem Ding da nichts machen kann. Okay, jetzt haben wir hier so einen riesigen hässlichen Topf. Dann können wir hier garantiert gleich die Feder einsetzen irgendwo. Vielleicht. Oder auch nicht. Wir brauchen hier den Schlüssel. Einen Schlüssel. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Ja. Ist festgeschraubt. Was habe ich denn gerade überhaupt angeklickt? Wollte das eigentlich nur weiter drehen, aber okay. Okay, das bringt irgendwie eher wenig. Okay. Interessant. Aber damit kann ich ja gar nichts machen, oder? Also ich kann hier zumindest nichts drehen oder bewegen oder ich kann halt das Ding schieben, aber das macht halt natürlich nichts. Da wird garantiert eine Uhrzeit raus und zwar
Mit einer 2 am Anfang und dann irgendwas mit 5. Das alles irgendwie zusammendrehen. 20:50 Uhr. Moment, wenn wir das so drehen. Gott. Dann ist das oben, theoretisch. Ja, wahrscheinlich funktioniert das ganz anders. Vielleicht auch 23:55 Uhr. 11:55. Almost midnight. Enough time for one more story. Verdammt. Okay, also da ist irgendwas, aber das hilft mir im Moment noch nicht weiter. Ich kann ja auch gerade keine weitere Uhrzeit irgendwie einstellen. Kann ich mit der Feder hier irgendwas machen? Die. Das ist halt eine Uhrfeder, okay. Die kann ich hier auch nirgendwo rein oder raus oder. Das ist ja auch ein alter Hut. Ist hier noch irgendwas? Ah, okay. Ein kleiner Schlitzschraubenzieher, natürlich. Da hätte ich auch so drauf kommen können, ohne das Objektiv, ohne das. Jetzt drehe ich schon raus, okay. Da muss die Feder rein. Vermutlich. Wäre jetzt eigentlich logisch, oder? Ja. Und schon geht's. Muss ich da noch irgendwas machen? Muss ich es wieder zumachen? Hallo? Ich kann das hier auch gar nicht mehr bewegen. Okay. Können wir an der Kiste noch irgendwas drehen, ziehen, stecken? Okay, ich glaube, der Zug an der Seite ist abgefahren. Da auch. Damit hat sich jetzt auch nicht wirklich was getan. So, das war das Ding, was. Ja, okay, nee. Warum sehe ich hier eigentlich die Kante einer Lampe? Und wenn ich vermeintlich weiter nach oben gucke, sehe ich sie nicht. Okay, also irgendwas. Ich habe aber auch den Schraubenzieher nicht mehr und ich kann hier gerade nichts weiter bewegen. Das heißt, wir brauchen schon irgendwoher den Schlüssel. Aber woher? Vor allem dadurch, dass wir die Feder eingesetzt haben, ist ja jetzt auch nichts Dolles passiert. Wir können das aber auch nicht nur so ein bisschen ziehen, ne? Mich verwundert es halt, dass ich hiermit überhaupt nichts machen kann. Aber kann natürlich sein, dass wir da erst den Schlüssel. Ah, guck mal, hier ist doch noch was. Okay, ein Aufziehschlüssel. Ob der da reinpasst? Ja, sieht so aus. Okay. Ja. Sollst du doch nur vernünftig ranzoomen. Jetzt können wir das ganze Ding bewegen? Das ist nicht richtig. Ah, ne. Ich würde sagen, wir bewegen nur unsere Perspektive. Alles gut. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Ah, und schon dreht es sich. 2:50 Uhr. Okay.
Lag ich ja gar nicht so falsch. Nee. Stunden später. So, 2 Uhr. Okay, jetzt haben wir noch einen Schlüssel. Hatten wir noch irgendwo ein Schlüsselloch? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entsinnen. Okay, ich glaube, die Uhr ist jetzt auch abgefrühstückt, ne? Ja, okay, da können wir auch nichts mehr machen. Okay, mehr Schlüsselloch. Erstaunlich, dass sich das Teil hier noch nicht bewegt hat. Was ist denn eigentlich Schlüsselloch? Gerade sagen, irgendwie sieht es doch aus, als wäre noch was mit dem Deckel. Natürlich. Boah, fuck. Aber wobei das geht. Wir müssen nur erstmal gucken, wo unten ist. Okay. Das wird oben sein. Uhr. Eine diamantförmige Metallform. Demzufolge wäre es gut, wenn das jetzt da zusammenfährt. Dann können wir nämlich die diamantförmige Metallform direkt hier einsetzen. Ja, was? Okay. Okay, wir müssen wieder dieses Symbol zusammenkriegen. Okay. Kapitel abgeschlossen. Du hast die Geheimnisse des Schiffs erfolgreich aufgedeckt, doch dein Leidensweg wird nur noch schlimmer.